Hallo, mein Name ist Sifu Erwin Kastel. Nachdem im Internetforum jetzt mein Trailer zu der DVD-Fallschule kontrovers diskutiert wird, denke ich, es ist notwendig, dass ich eine Stellungnahme abgebe zu verschiedenen Sachen, die man eventuell noch als sachliche Kritik verstehen kann. Ich habe mir einfach die Sachen aus dem Internetforum ausgedruckt und gehe jetzt auf jeden Punkt einfach kurz ein. Ich mache das heute nicht schriftlich, sondern als Clip, weil ich dann eben gleich die dementsprechenden Sachen zeigen kann. Also das Erste natürlich, das hier ist richtiges Fallen mit guter Biomechanik. Was unter guter Biomechanik zu verstehen ist, ist sicher ein sehr, sehr komplexes Thema. Und da ist für viel zu weit ins Detail zu gehen. Was aber ganz klar ist, richtiges Fallen ist eindeutig, wenn ich falle, ohne dass ich mich verletze und ohne dass ich dabei Schmerzen habe. Ich habe das gezeigt auf der Teerstraße, es geht ja um diesen Clip. Also ich habe jetzt hier keine Schützer, ich habe keine Knieschützer, ich habe keine Ellbogenschützer und ich komme praktisch mühelos hier. Eine Rolle machen, da ist der Platz ein bisschen länger, aber ich denke, ich schaffe es noch. Okay, weder Knie noch Ellbogen schlagen auf. Ich denke, am Geräusch ist es zu hören. Ein Merkmal eindeutig von guter Fallschule ist, dass man eben sagt, es ist verhältnismäßig leise. Geräusch entsteht natürlich von den Schuhen, aber weder schlägt mein Knie auf, noch mein Ellbogen. Ich rolle einwandfrei. Und er verweist da auf einen Clip. Richtig ist natürlich, dass diese Experten vom System sehr gut Fallschule machen, bewegen sich auch sehr geschmeidig. Okay, streite ja nicht ab. Dann natürlich, der gezeigte Auszug ist grottenschlecht. Also, wie schon gesagt, Fallschule, ich kann fallen, ich verletze mich nicht dabei. Ich kann das auch mehrmals hintereinander machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da nach jedem Fall, was weiß ich, zwei Wochen krank bin, sondern mir passiert eben gar nichts. Und dann eben diese sachliche Kritik, eine Rückwärtsrolle aus dem Flug zu entwickeln, macht als Anfängerübung keinen Sinn, da der Flug selber eine schwierige Übung ist, die Training und Vorbereitung erfordert. Weiß ich jetzt nicht, ich habe es bisher bei allen meinen Schülern so unterrichtet, es hat geklappt, ich kann innerhalb von 10 Minuten jedem zeigen, wie er aus dem Knien Vorwärts- und Rückwärtsrolle macht, eben auf diese Art und Weise, dass man die Bewegung so zerlegt mit diesem Sortieren der Gliedmaßen. Dann, einer hat kommentiert, ich sehe auf keinen der Videos Fallen. Also Fallen ist, wenn man praktisch im Internet schaut, nach Clips oder Berichten zum Thema Fallen, dann wird bei allen eben sowas gezeigt, dass man sagt, diese Sachen, eben diese normalen Stürze, das fällt unter das Thema Fallschule. Ich weiß jetzt nicht, was der für einen Begriff hat vom Fallen. Fallen ist für das normale Kampfsporttraining, dass ich sage, bin hier, mich wirft irgendeiner und ich schaue halt, dass ich falle, ohne dass ich mich verletze. Gut. Dann schreibt einer, klar kann man auch eine DVD rausbringen, wie man Toilettenpapier richtig nutzt. Im Normalfall sollte man das aber auch ohnehin bekommen. Also diese DVD, eine Lehr-DVD, ist ja nur für jemanden interessant, der etwas noch nicht kann, der es lernen will und der niemanden hat, der es ihm zeigt. Und er schreibt halt, 2-3 Stunden intensive Fallschule im Verein reichen normal aus. Natürlich kann man in irgendeinem Verein gehen und Fallschule lernen, nur es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Fallschule mit Matten und Fallschule ohne Matten. Fallschule mit Matten ist leicht, Fallschule ohne Matten, zum Beispiel diese Vorwärtsrolle aus dem Stehen, bis man das hinbringt, schmerzfrei, jeder kann es sofort, aber es tut halt weh, bis ich es so hinbringe, dass mir nichts weh tut, dass ich es von mir aus auch 10-mal oder 50-mal oder 100-mal machen kann, muss man schon eine Zeit lang trainieren. Also ganz sicher, wenn man so rollen will, wie ich das in diesem Clip auf der Straße zeige, da reichen nicht 2-3 Stunden Training. Dann behauptet eben jemand, was mir am allerersten verlinkten Video und damit auch an der DVD gar nicht gefällt, ist, dass er bei allen Rollen die Knie auf den Boden aufschlägt. Da ist mir der ohne Matten und freiwillig und mit Wumms-Aspekt etwas wenig berücksichtigt. Also, wie ich schon gesagt habe, mein Knie schlägt nicht auf, sondern es berührt den Boden, ich zeige es praktisch langsam. Von der Anatomie her, ich rolle ja über die Seite, das heißt, da drehe ich ja, dass ich sage, rechte Schulter, linke Schulter, Rumpfseite. Und hier schlägt mein Knie nicht am Boden auf, sondern er berührt nur den Boden, einfach als Ebene vom Rollen. Das Einzige, was dann am Boden aufschlägt, ist der Fuß, damit ich gleich wieder aufstehen kann. Bei der Rückwärtsrolle berührt mein Knie am Boden
Nur dann gibt es ja zwei Varianten, die ich auch auf der DVD zeige. Wenn ich nach der Rückwärtsrolle direkt wieder aufstehen will, dann berührt ein Knie am Boden, aber es schlägt nicht auf, wie wohl zu hören ist, weil ich praktisch meinen Fall reduziere, dass ich sage, ich habe hier, ich bremse, schlage erst meinen Fuß auf, so heißt hier der Zeh, na, wie soll man sagen, der Ballen, da bremse ich mich ein bisschen und jetzt erst kommt das Knie. Und jetzt kann ich halt das freie Bein gleich durchziehen und aufstehen. Finde ich halt, dass es cool aussieht, aber das ist Ansichtssache. Hat natürlich für den Kampf auch keine Bedeutung, das ist nur eben Fallschule, Bodenarbeit. Also wie schon gesagt, wenn meine Knie oder meine Ellbogen aufschlagen würden am Boden, dann könnte ich das nicht öfters machen, dann könnte ich es vor allem nicht auf einer Teerstraße machen. Das kann ich auf Judomatten machen, dass ich sage, ich schlage auf, weil es das eben gar nicht gibt auf einer Matte. Also ganz klar, da steht noch, genau, bei guter Fallschule berühren nur die Muskelpartien des Körpers den Boden, Knie, Ellbogen, Wirbelsäule, etc. sollten außen vorbleiben. Ist richtig, also da soll, man sagt immer, man soll praktisch die runden und weichen gepolsterten Teile des Körpers zu benutzen. Und dann schreibt einer, beim Knien sollten die äußeren Schienbeinmuskeln den Boden berühren und nicht die Kniescheibe. Kann ich jetzt einfach nicht verstehen. Knien ist für mich das oder das und hier ist das Knie am Boden. Äußeren Schienbeinmuskeln müssen ja wohl diese hier sein. Das kann ich ja nur haben, wenn ich seitlich bin. So, jetzt würde ich sagen, berührt nicht das Knie am Boden, sondern nur die äußeren Schienbeinmuskeln. Und dann schreibt eben noch einer, ständig übers Knie, ob vorwärts oder rückwärts. Bei der Vorwärtsrolle schlägt er mit dem Unterschenkel und dem Knie seitlich auf. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich schlage nur mit der Seite vom Unterschenkel seitlich auf bei der Vorwärtsrolle. Moment, welcher Seite ist es zu sehen? Jetzt ist es die Seite. Das ist diese Seite. Und das ist kein Aufschlagen, das ist nur ein Berühren. Und ich meine, irgendein Teil muss ja am Boden berühren. Von der Anatomie kann ich ja, wenn ich sage, ich möchte rund sein, kann ich ja in meinem Kreis keine Lücke machen. Das heißt, ich will ja rund fallen, dieses Ballartige, sagt man. Und wenn ich jetzt hier falle, muss ja hier der Kreis weitergehen. Und das kann ja nur hier weitergehen. Also wenn ich das jetzt weglassen würde, dann wäre es kein Kreis mehr. Und das machen eigentlich, genau, pam 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 und bla bla bla. Und dann eben dieses Gerät, vorwärts schlägt er mit den Ellbogen auf. Das ist eben genau die Kunst. Ich schlage nicht mit den Ellbogen auf, sondern ich rolle meinen Arm ab und tue hier sozusagen mit meinem Unterarm Muskel am Boden aufschlagen und nicht der Knochen. Hört man übrigens auch, das heißt akustisch, Ellbogen klingt so, wenn ich meine Rolle mache, klingt es so. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr man es hört, das Mikrofon steht am Boden, aber also es schlägt nicht meinen Ellbogen auf. Und dann dieses Gerede, das soll er mal nach einem Hechtsprung über 5 oder 6 Trainingspartner hinweg machen, diese ganzen Hechtrollen, das war das Erste, als ich gelernt habe, Fallschule zu lernen. Dieses ganze Zeug von Judo auf Matten interessiert mich überhaupt nicht. Also das ist für mich ganz eine andere Welt. Diese Judo- oder Aikido-Fallschule ist sicher ganz gut. Besser wie, also ganz klar, natürlich ist das eine gute Fallschule. Aber die üben immer nur ohne Matten, also die üben immer auf Matten. Und mich hat nur interessiert ohne Matten. Und da gibt es eigentlich im Internet, normalerweise heißt es, von den Kampfkünsten im System wird Fallschule ohne Matten gemacht, im Ninjitsu und zum Teil sogar heißt es im Penchak Silat. Aber da gibt es halt keine DVDs und kaum Clips darüber. Und nur praktisch die Systemer-Leute sind sowohl mit Lehr-DVDs vertreten im Internet über Fallschule, eben nicht ausdrücklich ohne Matten, aber auf normalem Boden. Und vom Systemer gibt es auch Clips, wo eben die Leute wirklich auf normalem Boden fallen, teilweise eben auch so auf der Straße oder so. Genau, dann ganz klar. Wer denkt, dass das, was ich zeige, einfach ist, kann ja versuchen, es nachzumachen. Natürlich aber auch auf hartem Grund. Wenn das schmerzfrei möglich ist, dann braucht er meine DVD nicht. Wenn es das nicht klappt oder Schmerzen verursacht, dann zeige ich auf meiner DVD Methoden, wie man das lernen kann, was ich eben hier zeige. Das heißt, ich habe es selbst gelernt auf diese Art, ich tue es in meinen Schulen auf diese Art unterrichten und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das die Art ist, wie man es auch lernen kann. Ich kann versichern, dass es durch die auf dieser DVD gezeigten Übungen möglich ist, zu lernen, wie man auch ohne Matten schmerz- und verletzungsfrei fällt. Denn genauso unterrichte ich es mit Erfolg an meine Schüler. 2 Übungen, die Bauchlandung und die Rolle vorwärts aus dem Stehen,
sind sehr anspruchsvoll und erfordern viel Geduld beim Lernen. Man darf sich beim Training nicht überfordern und soll sich langsam hocharbeiten. Aber schon die Beherrschung der Grundlagen genügt, um bei normalen Würfen im Training angst- und schmerzfrei fallen zu können. Also es ist wirklich, bis ich diese Vorwärtsrolle aus dem Stehen, ohne Matten natürlich, schmerzfrei konnte, habe ich ungefähr ein Jahr gebraucht. Also ist jetzt nichts, was man sagt auf die Schnelle, aber ich meine, ich habe erst vor eineinhalb Jahren angefangen, Fallschule zu lernen. Und in der Zeit, also wenn ich es gelernt habe, denke ich, kann es jeder auch lernen, der sich eben Mühe gibt. Gut, als Bonus für jeden, der sich diesen Clip bis zum Ende angeschaut hat, zeige ich noch die Vollübung. Es gibt ja als sehr, sehr eindrucksvolle Übung diese volle Bauchlandung. Also ich war ganz begeistert, als ich das erste Mal gesehen habe, kommt auch aus dem System diese Übung. Kann man nicht direkt machen, sondern das ist eben der Kniff, dass ich sage, ich brauche eine Trainingsmethode, wie ich mich hocharbeite, vom Leichten zum Schweren. Ich beginne mit der halben Bauchlandung aus dem Knien. Schaut praktisch so aus, dass ich hier ein Knie hinternehme, gehe mit dem Oberkörper runter. Jetzt habe ich ja bloß noch 20 cm und jetzt lasse ich mich auf Seiten fallen. Achte darauf, dass die Schultern hinter sein und während ich fall durch das hintere Bein strecken, damit ich ein Gegengewicht habe. Das heißt, mein hinteres Bein geht dann so raus, damit ich ein Gegengewicht habe, um meinen Oberkörper hochzuhalten. Das heißt, ich bin hier. Ich zeige es gleich von der anderen Seite, damit es zu sehen ist. Das mache ich eine Zeit lang. Dann gibt es die volle Bauchlandung aus dem Sitzen als zweite Vorübung für die volle Bauchlandung aus dem Knie. Schaut so aus, dass ich aus dem Sitzen von hier mich in die Bauchlage begebe. Und zwar indem ich meine Beine hinterschmeiße und sozusagen eben dann auf dem Bauch lande. Sieht so aus. Übt man natürlich links und rechts. Ich zeige es jetzt rechts, da kann ich es ein bisschen besser. Wichtig ist extrem im Hohlkreuz bleiben und Ellbogen vom Boden weglassen. Dass man eben lernt, dass die Ellbogen nicht aufschlagen. Und diese beiden Vorübungen mache ich durchaus ein, zwei Monate. Also man kann das Lernen der Fallschule nicht beschleunigen, dass jetzt sage ich trainiere an einem Tag 10 Stunden, am nächsten Tag 10 Stunden, sondern ich muss an einem Tag 5 Minuten trainieren und am nächsten Tag 5 Minuten und am nächsten Tag 5 Minuten. Zum Teil hat es meiner Meinung nach auch ein bisschen was einfach zu tun mit so ganz, ganz feinen Sachen, Motorik, die sich einfach nur sehr, sehr langsam entwickeln. Also es geht nicht schnell, es ist jetzt nicht so, wenn ich sage, ja, ich will schnell lernen, mache einen Intensivkurs, 5 Stunden Fallschule. Natürlich besser, jedes Training ist besser wie kein Training, aber wenn ich das so lernen will, wie ich das eben gezeigt habe, dann dauert es. Und ich denke eben, Fallschule, es kann nicht falsch sein, was ich mache, weil es tut nicht weh. Es gibt jetzt keine Diskussion. Wie schon gesagt, Biomechanik, das ist gute Biomechanik, das ist schlechte. Da kann man drüber streiten, das liegt im Auge des Betrachters. Fallschule liegt nicht im Auge des Betrachters. Ich meine, ich habe dann diesen Clip, der eine Schüler von mir, der hat damit seine Gesundheit gerettet. Und es ist nicht der erste, gibt es mehrere Geschichten von Schülern, die das schon benutzt haben. Und wenn ich falle und es tut mir nicht weh und ich kann das in verschiedenen Situationen machen, dann ist das auf alle Fälle richtig. Dass vielleicht im Systema oder im Judo oder im Aikido, dass das irgendwie, ich habe einen Schüler von Penchak Silat, der hat mir eben erzählt, dass eben bei ihnen auch Fahrschule macht und eben auch ohne Matten und dass es ein paar Leute gibt, die das wirklich super, super gut machen. Sicher auch besser wie ich bin nicht der Beste da, das ist klar, aber ich kann es eben erklären. Ich erkläre es auf dieser DVD. Und der hat dann auch bestimmt, dann hat er gesagt, ja, jetzt muss er Fallschule neu lernen. Habe ich gesagt, wieso? Für mich gibt es bloß eine Fallschule. Es gibt nicht Fallschule Judo, Fallschule Aikido, sondern es gibt Fallschule, ich rolle und ich tue mir nicht weh. Dass da eine bestimmte Technik gibt, vielleicht gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich, prinzipiell Fallschule, die richtige Fallschule ist, wo ich mich nicht verletze, wo es mir nicht weh tut. Und das ist dann aus, das ist die richtige Fallschule. Damit ist das Thema für mich gegessen. Und wenn ich es auf einer Teerstraße kann, dann ist das schon mal verhältnismäßig gut.